Oh, Michonne. I'm looking for Alex. Have you seen him? I want him to be there when I say a few words for Dad. Ja. He wasn't oben, at Mom's funeral. Im Schrank. He should be there for this. Er ist im Wandschrank. He's hiding in his closet. Thanks. I'll go get him. I'll meet you outside. Ja. Ich weiß, die Option war gerade dafür. Er ist nicht bereit dazu. Aber auch wenn das nicht ist, er sollte sich verabschieden von seinem Vater. Er würde es nur bereuen, wenn er es nicht getan hätte in Zukunft. Das ist eine Sache, egal wie schmerzhaft sie ist. Die ist für einen selbst auch sehr wichtig. Für den Toten ist es ja nicht wichtig, aber für dich selbst ist das irgendwo ein Abschluss, auch wenn man den wahrscheinlich erst Jahre später richtig finden kann. Amy, schon, jetzt nicht so selbstsüchtig sein, ja? Krieg jetzt nicht dein Trauma bei dem Grab von einer anderen Mutter. Okay, ich bin ein bisschen gemein zu ihr, aber mein Gott. Da sind die beiden. Aber Paige sollte eigentlich auch hier sein dafür. Soll ich ein paar Worte sagen, oder? Ach, die Armen. Ich glaube, irgendjemand sollte was sagen, oder? Vielleicht damit die drei sich ein bisschen besser Sam? Fühlen? You okay? James übernimmt das. Greg and Dad? I don't really know what to say. Sag einfach Where am I ehrlich? Supposed to start? I don't know. Sag einfach, was sie dir bedeutet Just haben. Say what he meant to you. Es muss kein langer, yeah. keine lange Rede sein oder irgendwas. Okay. I'll give you a moment. Hey, you okay? Ich glaube, ich bin nicht diejenige, die du das fragen solltest. Ja, die anderen. Michonne. Ich mache mir Sorgen um die Crew. I'm just worried about the crew. If Norma hurt them. They'll be okay. We'll get them back. Ich hoffe, und ich hoffe auch in einem Stück. Und nicht mit zerbrochenen Händen, so wie wir es getan haben bei Randall. You know, I envy them. They've managed to hold on to something we all lost a long time ago. Something like normal. I don't know how to describe it. Feels like before. Just a little bit. Na, wenigstens haben wir ein Boot. Your boat comes close to that. Kenny wäre froh darüber. Forget about while you're out there. Ich meine, stimmt aber auch. Hey. Das Boot ist wie ein sicheres Zuhause. It's gonna be tough. Naja, es war es. Die meiste Zeit. I just wish Sam would go too. Wie geht er jetzt trotzdem? She's here. Ja, wir hatten sie überredet mit den Kindern. Naja, nicht überredet, aber dass sie wenigstens überlebt. It's okay. It's gonna be okay. Sam. Just go upstairs with your brother, okay? I need you to hide until I come get you. What's gonna happen? He gonna hurt us? You'll stop them, right? Right? Just get upstairs. Ich werde euch beschützen. Whatever happens, ja. I'll protect you. Irgendwie. Okay, also Everything seid vorsichtig. Will be fine. Versteckt euch einfach no und... matter what, we will. Okay. Ich weiß nicht, ich meine, James wird uns bestimmt irgendwann helfen. Er hat eine Waffe von uns bekommen, also das wird noch eine Rolle spielen. Ich hoffe nur eine gute Rolle und das war keine schlechte Entscheidung. Komm schon, Sam, wir müssen jetzt hin. Paige, bitte hau nicht ab. I can get a clear shot of the front gate from upstairs. I'll cover you. If I can. I hope it doesn't come to that. Danke. This is worst case scenario. Ich hoffe, sie macht es wirklich und haut nicht einfach ab. Don't thank me yet. Natürlich sagt sie das. Ich weiß nicht, ob das ein Paige, gutes Zeichen ist. If anything goes wrong, I need you to take care of James and Alex. Don't talk like that. Paige, please. Sam, you know I'll... Ich hoffe, sie haut nicht einfach ab. Damit hatten wir die anderen Teile schon genug zu tun. And meet us outside.
Hey, das kann ja jetzt was werden. Bitte lass uns einfach ganz normale Gespräche führen ohne ein Problem. Ich finde immer noch, wir hätten Randalls Gesicht ein bisschen säubern sollen. Es hätte besser ausgesehen. Oh, Paige ist tatsächlich oben. Ich dachte, die wäre schon weg. Ich traue ihr nicht so ganz. It's quiet out there. You ready for this? Anything goes wrong out there. I got your back. Die Augen offen halten. Right. Just stay alert and be ready for anything. We don't know what Norma's planning. You got it. Okay. Nicht, dass die uns umrunden und irgendwas machen, keine Ahnung. Oh, A gedrückt halten. Ist sie da? Wir wissen, dass du nicht alleine bist. Warum stehst du alleine vor unserer Tür? It's just me. Aber wir wissen, dass du es nicht bist. What the hell is going on here? I had my people hang back a bit. I wanted to talk first. Just us. Okay. Clear the air a little. What's your game? No game. I just want to talk. Where's Pete's crew? They're not far. Don't worry. Why should we believe you? I may be a lot of things, but I'm no liar. Your crew is safe, I promise you. Listen, Monroe is gone. Sunk down in the water like everything I built. You and I, we've each taken from the other. All I want now is my brother back. That's all. And I'll leave you be. You buying any of this? Ah, meine zuerst. Mein Gott. After you hand over my friends. After everything you've done, you expect me to simply hand over your friends. Ihr habt doch angefangen mit allem. Und ich wollte euch nicht. Ich wollte euer Haus nicht, zu Hause nicht zerstören. Die Option war einfach blöd. Okay. Das wird jeden Walk anlocken. Ja. Wow. Okay. Any minute now. Oh Gott, sie leben tatsächlich alle noch. Just like I said. Selbst unsere Mutter war mit dabei. Now, I want to see my brother. Ach, Mann. Why the hell are we standing here? We're all homeless because of her. Getty, stop. They should be dead. That is not what we are here for. Now be quiet. My brother. Ich wollte euer Haus auch nicht zerstören, aber ihr seid echt gemein. I've given you what you wanted. I just want to see him. Ich will wenigstens einen von meinen Leuten. Three of my men. I only have one of yours. Send one of my friends over. And you can have Randall. I think I've been more than reasonable. Einen wenigstens. Ey. Oh, okay. Show me Randall. Oh Mann. Oak! Hey! Put the gun down. Ey, nicht Oak! Von allen Leuten! Nicht Oak! Nicht Oak! So you're gonna do what I've asked. Now. Okay. I came here willing to talk. But if you're gonna Nein, zeig hier Randall. He's right here. Nicht auch. Nicht unsere Mutter. Randall, nicht auch. Okay? Mom, take this. Just hang on. I got you. Das wird so eskalieren, wenn sie sieht, dass Now, seine Hände verletzt sind. And we'll be done with this. Es wird so eskalieren. Gabby, listen to me. After everything they've done, you're still giving them more chances. We deserve retribution. Don't do this! Stop! No! No! Virgil! Everyone, sie hat ihn echt getötet! I knew we couldn't trust them! Don't! Stand down! Sie hat ihn echt getötet, ich weiß Please, es nicht. Don't hurt him. If you're not gonna do anything, we have to. That's not your call. Please. Schieb Norma! They shot her. Ja, ihr habt doch angefangen! Geht wieder rein oder so, keine Ahnung. Gabby! Zachary! Nein. Oh, ich dachte, er war. Ach man, ich wollte nicht, dass alles so eskaliert. Oh, run! Ah, sie sind bei uns. Mach die Tür zu. Nein, Randall! Nein, schieb doch nicht! Das musste doch nicht sein. Kill him!
Wir haben versagt mit allem. Ich konnte mich nicht zurückhalten, mit diesen signalisierenden nochmal zu erschießen. Ich dachte, Paige würde wenigstens den Kopf verwischen. Aber nein, sie hat sie nur wütend gemacht. Oh mein Gott, ich muss Q drücken. Ich war gerade so vertieft. Okay. Alles gut. Nach unten! Ich frag mich, wie das anders ausgegangen wäre, wenn Pete auf der anderen Seite gewesen wäre. Perfekt, wir haben die nächste. Zombie? Oh mein Gott, geht zur Seite oder so? Keine Ahnung, der schießt nicht auf dich. Jetzt sehen nicht irgendwas komisch aus. Sie sieht wieder ihre Kinder. Mein Gott, Michonne, hör doch auf mit deinen Kindern. Schieß. Michonne. Oh mein Gott. Sei froh, dass da ein Zombie kam. Der Zombie ist dein Held. Dank ihm. Und jetzt kommt Norma zu uns. Wow. Alles nur, weil du jetzt dein komisches Trauma haben musstest. Ich meine, sie kann nichts dafür, aber verdammt nochmal. Was ist denn das? Immer in solchen Momenten. Und vor allem, warum? Meine Kinderbilder und so kann ich es verstehen, aber doch nicht, weil so ein komischer Typ mit dem Gewehr auf uns hält. Oh mein Gott, lass mich in Ruhe. Mein Gott, wie doll muss ich den Q drücken? Ich kann nicht Q drücken, oder? Das fühlt sich nicht mehr. Oh, okay, wir haben es doch geschafft. Oh Gott. Oh, das schmerzt. Ich habe Rick-Flashbacks. Das ist wirklich Rick. Jetzt nimm deine Machete und schlag in den Kopf ab. Zachary! Nein! Oh! Er hat am Ende doch uns geholfen und ist gestorben. Musste das sein? Er hätte doch nicht sterben müssen. Ach, Spiel! Mann. Jetzt stirb doch endlich! Oh mein Gott, wir haben ihre Hand abgehackt. Kann sie jetzt endlich gefressen werden? Nein, wir töten sie. Sie war zwar grausam, aber sie hat es doch nicht verdient, lebendig gefressen zu werden. Das gönne ich niemandem. Mann, Zachary hat den Tod nicht verdient. Das ist das Einzige, was mich gerade richtig stört. Ich meine, die ganze Eskalation stört mich auch, aber ich weiß nicht mal, ob ich es hätte vermeiden können. Ich traue den Telltale-Spielen nicht und ich wollte einfach nur einmal gemeiner sein. Oh Gott, wie? Das ist aber nicht wie. Ich drücke A. Komm schon. Ich meine, das Haus ist verloren. Miss fürs Erste. Oh Gott. Okay. Aber so viele können doch gar nicht mehr. Oh mein Gott, ein Molly? Schieß ihn! Und er ist trotzdem mit drin. Okay, das Haus ist verloren, nevermind. Ich dachte, man könnte vielleicht noch die ganzen. So viele Zombies und so. Also, es sind so viele Menschen, das war gar nicht. Ach mein Gott, was rede ich denn hier? Ich kann nicht reden, während du so laut bist. Ich dachte, man könnte. Wenigstens die restlichen Überlebenden davon Nomas Trupp töten. Und dann die Zombies nach und nach, aber jetzt brennt alles. Das ist vorbei. Warum sind wir jetzt eigentlich wieder in unserem komischen Traum? Wir müssen echt einen Therapeuten irgendwo aufgabeln. Michonne. Warum muss sie denn ausgerechnet jetzt sowas haben? Das ist so ein schlechter Zeitpunkt. Und überall die Bilder auch noch. Die Arme. Jetzt mach doch die Tür auf. Komm schon. Kuh. Und E? Ja, E. It's okay,
Oh Gott, wir krabbeln unten durch. Okay. Mit S. Und es bricht zusammen. Es bricht zusammen. Das war auch die schlauste Idee überhaupt. Oh mein Gott, auch noch ein Zombie. Oh mein Gott, okay. Okay, gut, dass die Frau so schnell reagiert, trotz ihres Traumas da gerade. Warum muss das trotzdem gerade passieren? Mein Gott. Und wo sind alle anderen? Sehen die nicht, dass wir hier gerade wie eine Wahnsinnige rumlaufen? Komm schon. Ich dachte, die würden uns vielleicht helfen oder so dann. Oder verteidigen wir gerade die anderen beiden Kinder? Weil sie hat zwei Kinder und das ist James und Alex. Vielleicht verteidigen gerade James und Alex? Ohne das selber zu sehen? Es kann sein, dass wir gerade wirklich Alex und James verteidigen eigentlich. Und das nur... Oh mein Gott, da kommt die Tür. Also visuell ist alles super dargestellt, muss ich sagen. Dieses Trauma, das sie hat. Sehr gut umgesetzt. Also ich weiß natürlich nicht, wie das in echt ist. Dafür habe ich keinen... was ist das? PTSD? Ich glaube, oder? Ich denke mal, das ist das, was sie hat. Und ich glaube, das ist soweit gar nicht mal so schlecht umgesetzt. Ich weiß halt nicht. Aber es ist auf jeden Fall, sieht es cool aus. Und man hat sehr viel Mitgefühl für sie. Oh Gott, sie ist auch voller Blut.